Hallo zusammen zu diesem ersten und wahrscheinlich einzigen Video von mir auf Deutsch. Es ist deshalb auf Deutsch, weil es heute um das erste Staatsexamen gehen soll, das man als Lehramtsstudierender in Bayern schreiben muss. Das Staatsexamen für Lehramt besteht natürlich immer aus mehreren Prüfungen für die Fächer, die man halt studiert. Aber ein Teil ist immer Erziehungswissenschaften. Ich habe meinen erziehungswissenschaftlichen Teil, also mein Staatsexamen, in Psychologie geschrieben, vergangenen Februar. Ich habe die Note noch nicht bekommen, damit rechne ich erst zu Ende Juni, Anfang Juli. In diesem Video möchte ich mit euch meinen Weg zum Examen teilen, sprich wie ich mich genau vorbereitet habe, was ich wieder so machen würde, was ich anders machen würde. Und ich hoffe natürlich, dass es dem einen oder anderen, der dieses Examen bald oder vielleicht auch noch nicht so bald schreibt, ein bisschen als Hilfe dient und vielleicht die Angst vor diesem großen Ding nimmt. Die Punkte, die ich ansprechen will, sind erstmal das Lehramtsstudium in Bayern und das Staatsexamen allgemein, dass man mal weiß, worum es überhaupt geht, falls ihr noch ganz am Anfang des Studiums steht oder überlegt, Lehramt zu studieren. Außerdem, was muss ich bei der Anmeldung zum Examen beachten? Dann in welchem Fach sollte ich das EWS-Examen in diesem Fall jetzt schreiben? Das Fächerexamen habe ich ja selber noch vor mir. Dann die Vorbereitung aufs Examen, meine persönlichen Lernmethoden, den Ablauf am Prüfungstag und auch kurz davor. Dann eben, was ich wieder so machen würde, was ich anders machen würde und die sonstige Semesterplanung. Fangen wir also an mit ein bisschen allgemeiner Info für alle, die überlegen, Lehramt zu studieren oder die vielleicht in den unteren Semestern sind, wo das Examen noch in weiter Ferne ist. Man muss also in allen Schularten, also egal ob man Lehramt für Grundschule, Mittelschule, Real oder Gymnasium studiert, Veranstaltungen in Erziehungswissenschaften belegen und die bestehen aus den Teilen Schulpädagogik, allgemeine Pädagogik und Psychologie. Welche Veranstaltungen genau, das ist leider von Universität zu Universität unterschiedlich. Leider deshalb, weil das Examen eben zentral vom Bayerischen Kultusministerium gestellt wird und somit eine Universität ihre Studenten besser vorbereitet als eine andere. Man belegt also in den ersten Semestern des Studiums Veranstaltungen in allen drei Bereichen und vor der Anmeldung für das EWS-Examen entscheidet man sich dann für einen dieser drei Bereiche und schreibt auch nur in diesem die Examensprüfung. In meinem Fall war das eben Psychologie. Soweit ich weiß, wird allerdings die Art der Prüfung demnächst wieder geändert, meines Wissens zum Herbsttermin 2022. Das heißt, bitte verlasst euch hier nicht blind auf das, was ich euch erzähle. Das sind eben meine persönlichen Erfahrungen. Kann bei euch wieder anders sein, aber ich hoffe natürlich, dass die Tipps, die ich euch gebe, euch auch bei einer veränderten Prüfungsform helfen werden. Damit kommen wir schon zu dem Punkt, was muss ich bei der Anmeldung beachten. Wie die Anmeldung genau vonstatten geht, das schaut ihr bitte bei eurem Prüfungssekretariat nach, weil es eben auch von Uni zu Uni unterschiedlich ist. Aber ich will zwei Sachen dazu loswerden. Das eine ist, wenn ihr es zeitlich schafft von eurer Semesterplanung her, dann versucht alle erforderlichen Leistungen in Erziehungswissenschaften schon in dem Semester abzuschließen, bevor ihr das Examen schreibt, sodass ihr quasi das Semester unmittelbar vor der Examensprüfung keine EWS-Veranstaltungen mehr belegen müsst. Es kann nämlich sein, dass ihr dann eine Klausur in zum Beispiel Schulpädagogik zwei Tage vor der Examensprüfung in Psychologie schreiben müsst, was einerseits bedeutet, dass ihr für ein anderes Fach lernen müsst und das euch vom Examenslernen ablenkt und zum anderen, dass es natürlich sein kann, dass ihr diese Klausur dann nicht besteht und dann zum Examen gar nicht antreten dürft. Der zweite Punkt ist, prüft in jedem Fall schon bei der Anmeldung zum Examen, ob ihr alle erforderlichen Leistungen schon erbracht habt oder ob ihr es eben schafft, diese dann in dem Semester vor dem Examen noch zu erbringen, beziehungsweise ob ihr wirklich die richtigen Module belegt habt. Bei mir gab es da leider einen blöden Zwischenfall, weil ich eine Veranstaltung belegt habe und diese bei der Prüfungsanmeldung für ein falsches Modul angemeldet habe, weshalb mir fast die Examenszulassung verweigert worden wäre. Also es hat sich nur um einen, sag ich jetzt mal, bürokratischen Fehler gehandelt, der auch zum Glück leicht behoben werden konnte. Und mir ist es auch wirklich schon im November aufgefallen, beziehungsweise der netten Dame vom Prüfungssekretariat, sodass ich, wenn es wirklich gewesen wäre, auch noch die Möglichkeit gehabt hätte, das Seminar noch zu belegen. Also überprüft es rechtzeitig. Es kann nämlich wirklich am Ende blöd für euch ausgehen. Dann kommen wir schon zum dritten Punkt, und zwar, in welchem der drei Fächer soll ich mein EWS-Examen schreiben, nachdem ich ja die Qual der Wahl habe. Es ist wirklich eine, größtenteils eine Bauchentscheidung, würde ich sagen. Nimm das Fach, das dir besser liegt, das dir die ganze Zeit im Studium schon mehr Spaß gemacht hat, für das du dich leichter getan hast beim Lernen für die Klausuren oder beim Hausarbeiten schreiben, denn man beschäftigt sich doch eine Weile mit dem Stoff und wenn einen das Thema halt überhaupt nicht interessiert, dann ist es natürlich auch nicht so toll. Andererseits würde ich auch ein bisschen darauf achten, welche Veranstaltungen ich eben schon im Hinblick auf das Examen belegen konnte. Ich hatte zum Beispiel in Psychologie wesentlich mehr Veranstaltungen als in Schulpädagogik, weil ich dann in allgemeiner Pädagogik, sodass ich da schon eine viel bessere Grundlage hatte, wo ich auch die Skripten von den Vorlesungen dann teilweise zum Lernen nutzen konnte. Also man sollte mit dem Bauch entscheiden, aber auch ein bisschen pragmatisch denken. Dann geht es auch schon los mit der Vorbereitung und der erste Punkt, mit dem ich gestartet habe, ist einfach Material zu sichten. Mein Examen war wie gesagt Mitte Februar. Ich habe dann so Ende September begonnen, Literatur durchzuschauen, weil ich am
1. Oktober mit meiner Vorbereitung anfangen wollte. Dazu habe ich erstmal auf der Homepage des Kultusministeriums das Kerncurriculum für das Fach Psychologie aufgerufen. Gibt es für jedes einzelne Fach, das man studieren kann, und habe mir das quasi ausgedruckt und aufgehängt. Das Problem mit dem Kerncurriculum ist, es enthält nur ganz grob die Bereiche, die eben im Examen drankommen können, aber ist überhaupt nicht spezifisch und man weiß deswegen eigentlich trotzdem nicht, was man genau vorbereiten soll. Es dient aber auf jeden Fall als grobe Orientierung. Dann gibt es von verschiedenen bayerischen Universitäten auch Listen mit Literaturempfehlungen, die irgendwo online kursieren, an denen man sich orientieren kann. Und natürlich gibt es diverse Skripte, die von Studenten erstellt sind und veröffentlicht wurden. Ich glaube, das bekannteste ist wahrscheinlich das Münchner Skript 1.0 und 2.0. Da muss man echt dazu sagen, Vorsicht! Die Skripte sind zwar auch gut zur Orientierung, dass man mal schauen kann, welche Themen sind überhaupt relevant und wie ausführlich werden die in den jeweiligen Skripten behandelt. Aber alleiniglich mit diesen Skripten zu lernen, ist wirklich eher ein Glücksspiel. Also man kann das Examen auch mit nur dieser Vorbereitung bestehen, definitiv, wenn ein Thema drankommt, das eben im Skript gut behandelt wurde. Aber man kann es eben auch blöd erwischen. Also darauf würde ich mich persönlich nicht verlassen, habe ich auch nicht gemacht. Und ich denke, ich bin damit gut gefahren. Man muss schon dazu sagen, dass das Examen an sich schon auch etwas Glücksspiel ist, mehr oder weniger. Man kann nämlich noch so gut vorbereitet sein. Es gibt einfach manche Themen, die schwierig sind. Oder manche Aufgabenstellungen, die so blöd gestellt sind, dass man vielleicht gar nicht weiß, was genau von einem gefordert wird. Oder man eben das Thema dann doch nicht so ausführlich vorbereitet hat, wie es eben vielleicht hier gefordert wäre. Also man kann gut vorbereitet sein, sollte man auch, wenn man eine gute Note erreichen will. Aber eine gute Portion Glück ist auch dabei. Zu den Büchern, die ich zur Vorbereitung verwendet habe. Mein Hauptwerk war Psychologie für den Lehrberuf von Urhane et al. 2019. Dieses Buch ist super, weil es vom Aufbau her sehr stark an diesem Kerncurriculum vom Ministerium orientiert ist und deswegen eigentlich als Standardwerk gilt, ist auch super aktuell. Und es scheint auch so, dass die Altexamina der letzten Jahre stark an diesen Inhalten ausgerichtet waren. Allerdings reicht das Buch für manche Themen nicht aus, da ist es zu ungenau, das haben auch mehrere Dozenten gesagt, aber als Hauptwerk, um damit zu arbeiten, ist es wirklich nur zu empfehlen. Das zweite Buch, was ich als Printausgabe hatte, war Entwicklungspsychologie von Schneider und Lindenberger 2012. Da muss ich sagen, mit dem kam ich persönlich nicht so gut klar. Ich mochte einfach den Schreibstil nicht, also ich musste da jeden Satz zweimal lesen, bis ich verstanden habe, was eigentlich gemeint ist. Das ist für mich auch immer ein ausschlaggebender Punkt, ob ein Lehrbuch gut ist oder nicht. Aber für manche Themen in Entwicklungspsychologie, also in einem Teilbereich, war es dann doch nicht schlecht. Alle anderen Bücher, die ich noch verwendet habe, hatte ich als E-Book kostenlos über die Uni. Man hätte auch das Urhane-Buch als E-Book haben können. Allerdings hatte ich mir das dann billig von jemandem abgekauft, deswegen hatte ich es halt in der Printausgabe. Kann ich euch also nur empfehlen, dass ihr da unbedingt schaut, was eure Uni-Bibliothek anbietet. Es sind eigentlich hauptsächlich Springer Verlag Lehrbücher, die eigentlich alle online lizenziert werden sollten. Damit spart man sich natürlich einen Haufen Geld. Die anderen Bücher, die ich eben als E-Books hatte, waren Pädagogische Psychologie von Wild und Möller 2015. Ein anderes Buch, das auch Pädagogische Psychologie heißt, aber von Seidel und Krapp 2014. Und dann noch Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters für Bachelor von Lohaus und Vierhaus 2019. Das fand ich für Entwicklungspsychologie am besten persönlich. Ich habe natürlich nicht alle Bücher von vorne bis hinten gelesen. Mein Standardwerk war wie gesagt Urhane, an dem habe ich mein Skript aufgebaut und mich orientiert. Und bei den Themen, bei denen ich das Gefühl hatte, dass die da nicht ausführlich genug beschrieben sind oder vielleicht irgendwelche wichtigen Aspekte auslassen, habe ich eben noch in die anderen Bücher reingeguckt. Man bekommt auch, wenn man damit arbeitet, eigentlich recht schnell ein gutes Gefühl dafür, welche Bücher für welche Themen besonders geeignet sind beziehungsweise mit welchem Schreibstil man persönlich eben besser klarkommt. Als nächstes möchte ich den Vorbereitungskurs vom BLLV, also vom Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverband, ansprechen. Das war ein zweitägiger Crashkurs, der schon im November stattgefunden hat, natürlich online. Und den kann ich euch wirklich, wirklich ans Herz legen. Da kann man auch als Nicht-BLLV-Mitglied teilnehmen. Also ich bin selber kein Mitglied und es ist übrigens auch keine bezahlte oder beauftragte Werbung. Ich habe den Kurs selber komplett bezahlt und ich fand den einfach total super. Online hat er jetzt für Nicht-Mitglieder 80 Euro gekostet. In Präsenz wäre es dann mit Verpflegung und Übernachtung bis teurer geworden, aber das Geld ist wirklich gut investiert. Die Dozentin hat uns wirklich super kompetent durch die ganzen inhaltlichen Bereiche geführt und somit wirklich Ordnung und Struktur in dieses inhaltliche Chaos gebracht, weil es einfach wirklich viele Themen sind und man sich am Anfang denkt, wo soll ich anfangen und was ist hier wichtig. Das hat sie uns wirklich, wirklich gut strukturiert aufbereitet und wir haben dann auch gemeinsam einige Altexamina gelöst, wo sie uns schon Hinweise gegeben hat, wie Aufgaben strukturiert sein sollten und worauf Korrektoren, wie sie auch selber eine ist, dann besonders achten. Also das war wirklich sehr hilfreich.
Österreich. Der Kurs ist aber immer extrem bald ausgebucht und der Termin für das jeweils nächste Semester wird auch schon ziemlich früh online gestellt. Also da würde ich dann immer wieder mal auf die Website vom BLLV schauen. Von meiner Uni aus wurde auch ein Examenskurs angeboten, zusammen mit einem Repetitorium. Der Examenskurs war rein virtuell und asynchron über die VHB, also die Virtuelle Hochschule Bayern, quasi ein Kurs zum Selbstdurchklicken. Das Repetitorium war einmal wöchentlich, eine ganz normale Uni-Sitzung, war allerdings teilnahmebeschränkt, also es haben hier nicht mal alle einen Platz bekommen, was ich schon schade finde, weil als Examenskandidat sollte man doch die Möglichkeit haben, diesen Kurs zu besuchen, wenn man es will. Zu dem Online-Kurs kann ich sagen, den habe ich ungefähr eine Woche bearbeitet und dann einfach komplett, weil der für mich persönlich einfach nicht das Richtige war. Also man konnte sich durch die Inhalte der Reihe nach durchklicken, man musste immer die vorangehenden Inhalte bearbeiten und dann Kontrollfragen beantworten, bevor man weiterspringen konnte. Und ich wollte eigentlich diesen Kurs lieber so als Supplement nutzen, um bestimmte Dinge nachzuschauen und das war aber nicht möglich. Finde ich persönlich ein bisschen schade gelöst, könnte man besser machen, aber es gibt ja zum Glück andere Möglichkeiten der Vorbereitung. Zu dem Rap muss ich sagen, das hat meine Erwartungen zunächst auch nicht erfüllt, wobei ich dazu sagen muss, dass das wohl daran lag, dass die Dozentin einfach das Pferd von hinten aufgezäumt hat und ich von vorn. Also ihre Strategie war, dass sie uns Altexamina gegeben hat von Anfang an, die wir bearbeiten sollten und uns natürlich vorher Wissen zu dem entsprechenden Thema punktuell aneignen. Und meine Strategie war, erst alle Themen zu bearbeiten und dann, wenn ich quasi mir Wissen angeeignet habe und das auch lösen kann, zu versuchen, Aufgaben zu lösen, damit ich nicht ständig im Skript spicken muss und mich quasi selber betrügen, weil ich so nicht weiß, ob ich das ohne Hilfe hätte lösen können. Aber im Januar, also kurz vorm Examen, als ich dann schon relativ viel auswendig konnte, hatte das Rap natürlich mehr Sinn für mich, weil ich dann die Aufgaben auch wirklich selbstständig bearbeiten konnte. Kommt aber immer auf die persönliche Lernstrategie an, also manchen hat es sehr zugesagt, muss man einfach ausprobieren. Was ich sehr gut fand im Repetitorium war die Möglichkeit einer Probeklausur circa 3 Wochen vor dem Examen. Die war zwar um 18 Uhr abends oder so und das Examen war dann um 8 Uhr morgens, aber einfach mal unter Prüfungsbedingungen oder unter Semi-Prüfungsbedingungen, es war ja zu Hause und online, zu testen, ob man es denn schafft, innerhalb von 2 Stunden eine Aufgabe sinnvoll zu bearbeiten, das war schon wirklich eine gute Trainingsmöglichkeit. Würde ich auch jedem empfehlen, an sowas teilzunehmen, wenn es angeboten wird und wenn nicht, dann das einfach wirklich selber zu probieren, sich den Timer zu stellen. Aber dazu kommen wir später noch ausführlicher. Weiter geht's dann mit meinem Vorgehen in der Vorbereitung. Ich habe mich also wirklich größtenteils selbstständig vorbereitet und mein Skript auf der Basis dieses Kerncurriculums und mithilfe eben dieser Literatur erstellt und immer wieder mit dem Münchner Skript ein bisschen verglichen und später dann auch mit einer Freundin. Einen Anspruch auf Vollständigkeit sollte man bei einem eigenen Skript allerdings nicht haben und man darf sich auch nicht zu sehr im Detail verlieren. Aber man kriegt recht schnell ein Gefühl dafür, was eben funktioniert für einen persönlich und was nicht. Mein Plan war eben im Oktober mit dem ersten der 3 Teilbereiche anzufangen, also mit pädagogischer Psychologie und um Weihnachten rum mit allen 3 Skripten fertig zu sein, sodass ich dann gegen Ende der Weihnachtsferien anfangen kann mit dem Auswendiglernen. Das hat auch relativ gut geklappt. Bei Entwicklungspsychologie musste ich mir ein bisschen mehr Zeit geben, weil ich ja auch das normale Semester nebenbei am Laufen hatte, aber im Endeffekt konnte ich meinen Zeitplan ganz gut einhalten. An dieser Stelle würde ich auch jedem dazu raten, sich einen zumindest groben Zeitplan zu entwerfen, weil man sich einfach doch schneller irgendwo verliert und verzettelt, als man meint und dann am Ende die Zeit vielleicht nicht reicht. Also ein Lernplan ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Was es hier auch noch zu sagen gibt, ist, bis zum Termin Frühjahr 2022 ist es ja anscheinend noch so, dass man, wie es eben jetzt auch ist, von den 3 Themenbereichen in Psychologie zum Beispiel, also pädagogische Psychologie, Entwicklungspsychologie und Diagnostik, nur 2 vorbereiten muss. Theoretisch, also man muss im Examen selber dann von 3 Aufgaben 2 wählen und bearbeiten. Es haben uns aber alle Dozenten, also sowohl von dem Crashkurs als auch die an der Uni, davon abgeraten, dass man den 3. Themenbereich, den man nicht bearbeiten will, einfach komplett weglässt bei der Vorbereitung. Erstens aus dem Grund, dass es sein kann, dass eines der 2 anderen Themen, die man zwar theoretisch vorbereitet hätte, im Examen so doof gestellt ist, dass man überhaupt nicht weiß, was die von einem wollen und dann eben nicht auf das 3. Thema ausweichen kann. Und zweitens, weil sich die 3 Themenblöcke immer wieder überschneiden. Also es war auch in meiner Examensprüfung so, dass in dem Thema aus der pädagogischen Psychologie auch Querbezüge zur Entwicklungspsychologie hergestellt werden mussten und umgekehrt. Ich hatte ein bisschen Diagnostik vorbereitet, also ich habe im Endeffekt den Schwerpunkt auf pädagogische Psychologie und Entwicklungspsychologie gelegt, aber die paar Sachen, die ich in Diagnostik gelernt habe, waren jedenfalls sehr hilfreich für die anderen beiden Themen. Da stellt sich natürlich die Frage, was bereitet man dann vor von diesem 3. Thema, das man eben nur so stiefmütterlich behandelt, sage ich mal. Ich habe mich da an den Folien von diesem BLLV
Kurs orientiert. Die waren nämlich aufgeteilt in Basiswissen und Vertiefungswissen und da habe ich mir einfach nur die Inhalte von diesen Folien angeeignet, ohne noch groß irgendwelche vertiefende Literatur zu lesen. Das war in dem Fall auch genügend und ich denke, ich hätte auch diese Diagnostikaufgabe, die dann im Endeffekt dran kam, bearbeiten können, wenn es denn hätte sein müssen. Ja, wie gesagt, meinen Arbeitsplan konnte ich dann eigentlich ganz gut einhalten. Ich habe dann aber mein Skript in beiden Bereichen nochmal ziemlich gekürzt, weil mir eben beim Auswendiglernen dann aufgefallen ist, dass manche Dinge irgendwie unlogisch angeordnet sind oder sich wiederholen oder so doof formuliert sind, dass man sie sich schlecht merken kann. Das habe ich dann nochmal abgeändert und für solche Dinge sollte man sich auch immer ein bisschen Zeitpuffer einplanen, denn das macht das Lernen im Endeffekt dann deutlich leichter. Dann zu einem weiteren für mich wichtigen Punkt, das war, dass ich das Skript, was ich dann erstellt hatte, kurz nach Weihnachten mit einer Freundin durchgesprochen habe, die eben auch Psychologie-Examen geschrieben hat und ungefähr gleich weit war in der Vorbereitung. Ich bin persönlich jemand, der lieber alleine lernt, aber das fand ich unglaublich hilfreich. Einerseits psychologisch, weil man halt gegenseitig ein bisschen ermutigen und die Nervosität nehmen kann und andererseits ist es einfach fachlich hilfreich, wenn man sich mit jemandem austauschen kann, der genauso weit ist, um zum Beispiel festzustellen, dass manche Themen überflüssig sind oder dass es vielleicht Sinn machen würde, ein anderes Thema noch ein bisschen vorzubereiten. Das sind so Dinge, die einfach gerade im Online-Semester irgendwie völlig unter den Tisch fallen, so der Austausch in der Uni. Und deswegen war ich darüber auch ganz froh. Kann ich euch auch nur ans Herz legen. Dann nochmal kurz zum Punkt Lernplan, weil das wirklich wichtig und super hilfreich ist. Also bevor ich angefangen habe, auswendig zu lernen, habe ich mir eine Liste mit allen Themen in meinem Skript erstellt und mir daneben eben die Tage notiert, an denen ich diese Themen bearbeiten oder lernen will. Und mein Plan ging erstmal nur bis zum Ende der Weihnachtsferien, wo ich halt wusste, was ich so am Tag ungefähr schaffen kann. Ich wollte bis dahin dieses Lernen und Lernskript, also pädagogische Psychologie, einmal durchgelernt haben und dann mich im Januar auf Entwicklungspsychologie konzentrieren. Das hat auch ganz gut funktioniert, wobei ich eben im Januar wieder ein bisschen weniger Zeit hatte, weil da eben die Uni dann wieder gelaufen ist. Aber wenn man vorausschauend und rechtzeitig plant, dann kann man alles irgendwie gut unter einen Hut bringen und das nimmt einem persönlich dann auch die Panik kurz vorher, weil man nicht irgendwie 3 Tage vorm Examen noch das halbe Skript vor sich hat. Und das war sogar etwas, was ich dann für die Examensprüfung gelernt habe, dass ein Lernplan sehr hilfreich ist. Das haben Yates und Zimbardo 1977 gesagt und wenn ihr euch jetzt fragt, wieso ich das weiß, dann kann ich euch nur sagen, dass man Studien mit Autorennamen und Jahreszahlen für das Examen tatsächlich auswendig können muss. Sinnhaftigkeit sei dahingestellt, aber es ist so, stellt euch drauf ein. Okay, dann zum Punkt, wie habe ich denn eigentlich gelernt? Also was waren meine Strategien? Man kann sich wahrscheinlich an diesem Punkt jetzt schon denken, dass die Stoffmenge viel zu umfangreich ist, als dass man da mit purem Auswendiglernen und Wiederholen recht weit kommen würde. Aber einige Dinge wie Definitionen und eben die Autorennamen und Jahreszahlen bei wichtigen Studien verlangen die tatsächlich auswendig und eigentlich auch wörtlich bei den Definitionen. Das heißt, die muss man einfach wirklich richtig pauken. Ich habe mir zu jedem Thema eins oder mehrere Cheat-Sheets geschrieben, also eine leere DIN A4-Seite, wo ich quasi so einen Braindump gemacht habe und erstmal alles hingeschrieben habe, was mir dazu einfällt und dann die Lücken eben ergänzt und irgendwie mit Highlighter markiert, um die dann eben nochmal zu wiederholen. Und für die Definitionen und die allerwichtigsten Stichpunkte habe ich mir dann auch nochmal Karteikarten geschrieben und die dann wirklich mit Active Recall und mit dem Karteikartensystem, wie man es halt vielleicht vom Vokabellernen aus der Schule noch kennt, wiederholt und einfach drauf gesetzt, dass die im Kurzzeitgedächtnis hängen bleiben, was dann auch der Fall war. Also bei so vielen Definitionen, es waren bestimmt um die, ja, 150 werden schon gewesen sein, sehe ich persönlich keine andere Möglichkeit, wie man sich die merken kann, aber mit dem Karteikartensystem hat es eigentlich ganz gut funktioniert, also die konnte ich dann am Ende auch tatsächlich auswendig und habe sie auch bis zum Examenstag im Kurzzeitgedächtnis behalten. Aber abgesehen von diesen Definitionen und dem, was man eben stur auswendig lernen muss, habe ich schon eher versucht, auf Verständnis zu lernen und die Konzepte mit eigenen Worten natürlich erklären zu können. Ab circa Anfang Februar habe ich dann angefangen, Altexamina auch zu bearbeiten. Die gibt es zum Glück alle im Internet, also die Universität Regensburg hat auf ihrer Website vom Psycholehrstuhl ein Word-Dokument, das alle Altexamina nach Schulart geordnet seit, glaube ich, 2010 beinhaltet. Also danke an dieser Stelle an die Uni Regensburg, die das zur Verfügung stellt. Ist aber auch auf diversen anderen Seiten zu finden und wenn man eben PLLV oder BPV-Mitglied ist, dann kriegt man die Aufgaben auch. Genau, und auf Basis dieses Word-Dokuments habe ich mir erstmal eine Tabelle erstellt, wo ich nur die Themen der Aufgaben eingetragen habe, in der Hoffnung, dass man da vielleicht ein Schema erkennt, wann welches Thema drankommt. Aber so ein Schema gibt es leider nicht. Es gibt Themen, die sind 10 Semester nicht drangekommen und wurden schon von jedem Vorbereitungskursdozenten aus dem Curriculum geworfen und dann kamen sie wieder dran. Oder es gibt andere Themen, die kommen 4-mal hintereinander, wo man sich immer denkt, nee, das war ja letztes Semester dran, das kommt dann nicht schon wieder und zack, war es dann doch wieder dabei. Also das scheint ziemlich willkürlich sein, die Themenauswahl. Man weiß ja nicht genau, ob ausgelost wird oder bewusst ausgewählt wird, aber zu pokern und zu sagen, das Thema war erst dran, das kommt nicht, ist eine schlechte Strategie. Kann natürlich funktionieren.
funktionieren, aber würde ich generell nicht empfehlen. Was dann die Aufgabenbearbeitung an sich ist, da habe ich circa 3 Aufgaben inklusive dieser Probeklausur komplett ausformuliert, also mit Gliederung und Fließtext. Und bei allen anderen Aufgaben, die ich bearbeitet habe, eher eine stichpunktartige Liste gemacht oder eine Gliederung, die dann sehr ausführlich war, was ich da zu den jeweiligen Punkten schreiben würde, was ich für Studien reinbringen würde und so weiter. Einfach damit ich weiß, ich könnte diese Aufgabe bearbeiten, aber den Fließtext ausformulieren, das war mir einfach dann zu zeitintensiv. Muss aber jeder so machen, wie er das für richtig hält. Ich habe auch nicht allzu viele Examensaufgaben bearbeitet, muss ich sagen, einfach weil mir dann doch die Zeit knapp geworden ist und ich lieber nochmal wiederholen wollte. Aber ich habe eben versucht, zu Themen, bei denen ich eben noch nicht so gut da gekommen bin oder noch ein bisschen unsicher war, Aufgaben zu lösen, weil auch das auch geholfen hat, das Thema dann besser zu behalten, wenn man es eben schon mal bei einer Aufgabe angewandt hat. Zu den Altaufgaben muss man auch sagen, die können einen zum Teil auch ganz schön entmutigen und einschüchtern. Also die meisten sollten dann in der Woche vor dem Examen ganz gut lösbar sein, aber es gibt einfach so eine Handvoll Aufgaben in diesem Pool. Die sind dermaßen doof gestellt, dass man selbst mit guter Vorbereitung einfach nicht weiß, wie man die hätte lösen sollen. Da kann man dann einfach nur hoffen, dass solche Aufgaben nicht in der wirklichen Prüfung drankommen. War zum Glück dann auch nicht der Fall bei mir. Also beide Aufgaben waren gut machbar und fair gestellt, sodass man wusste, was von einem verlangt wird. Damit kommen wir dann zum Punkt Prüfungstag bzw. kurz davor. Wie man sich auf eine Prüfung mental am besten vorbereitet, muss eh jeder persönlich wissen, aber ein paar allgemeine Tipps habe ich noch. Der erste wäre, üb das Schreiben. Das klingt zwar banal, aber viele von euch tippen wahrscheinlich auch ihre Uni-Mitschriften und sind deswegen ein bisschen aus der Übung, was das Schreiben mit der Hand anbelangt. Und da kann einem schnell mal das Daumen- oder Handgelenk ziemlich wehtun. Man schreibt ja dann im Examen 4 Stunden am Stück und ein bisschen Training und vielleicht ein bisschen Magnesium können da einfach Abhilfe schaffen. Dann der zweite Punkt wäre, wirklich nochmal rechtzeitig zu kontrollieren, ob ihr alle notwendigen Schreiben erhalten habt. Also vor allem das Zulassungsschreiben mit eurem Terminplan und gegebenenfalls einem Stempel vom Prüfungssekretariat. Der war in meinem Jahrgang wegen Corona nicht erforderlich, soweit ich weiß. Ist der aber normalerweise notwendig. Also erkundigt euch da am besten rechtzeitig und schaut natürlich auch, in welchem Raum ihr seid, gegebenenfalls wie ihr dorthin kommt, wann es ist und wie ihr generell zur Uni kommt und so weiter. Also solche Hindernisse, die man einfach vorher aus dem Weg räumen sollte, damit man dann am Prüfungstag selber nicht übermäßig gestresst ist. Der dritte Punkt hat auch damit zu tun, schreibt euch wirklich eine Packliste mit den Dingen, die ihr in die Prüfung mitnehmen wollt. Ihr solltet auf jeden Fall mehrere Stifte dabei haben, weil man nie weiß, wann der Kulli den Geist aufgibt. Und nicht störendes Essen, also keine Rascheltüten oder irgendwas, was nach Zwiebeln riecht. Also keinen Döner. Bis hin zum Haargummi, weil im Stress in der Früh vorm Examen vergisst man dann irgendwas, wenn man sich in der Prüfung denkt. Sowas kann man sich dann einfach dadurch ein bisschen leichter machen. Und damit sind wir jetzt tatsächlich schon beim letzten Punkt von meinem Video, und zwar, was ich wieder so machen würde oder was ich anders machen würde. Grundsätzlich muss ich sagen, all das wäre trotz dem psychischen Stress, den man doch ein bisschen hat, eigentlich ganz gut machbar gewesen. Aber was richtig bescheuert war, muss man wirklich sagen, war die fehlende Kommunikation seitens des Kultusministeriums. Das hat nicht nur mich, sondern ich glaube wirklich jeden Examenskandidaten unglaublich viele Nerven gekostet. Wir wussten bis 3 Wochen vor dem angesetzten Termin nicht, ob die Examenstermine aufgrund der Pandemie eingehalten werden oder nicht. Der Vorjahrgang, also der Herbsttermin 2020, ist ja relativ spontan noch verschoben worden. Aber am 22. Januar kam dann endlich diese Info, dass die Prüfungen an den geplanten Terminen stattfinden. Wir mussten allerdings die ganze Prüfungszeit lang die Maske tragen. Das war allerdings weniger problematisch, als man vielleicht meinen würde. Man ist da so auf die Prüfung fokussiert, dass man eigentlich seine Umgebung ausblendet und auch sowas gar nicht so schlimm ist. Dann war es auch so, falls man zum angesetzten Termin in Quarantäne gewesen wäre, dann hätte man sich mit einem maximal 48 Stunden alten negativen PCR-Test quasi freitesten können und teilnehmen. Wenn man natürlich selber Corona gehabt hätte, dann logischerweise nicht, und dann hätte es auch keinen extra Nachtermin gegeben, ein paar Wochen später oder so, sondern man hätte dann wirklich erst beim nächsten regulären Termin im August oder September 2021 teilnehmen dürfen, was ich persönlich auch schade finde, weil es sucht sich ja keiner aus, dass er sich dann ansteckt und deswegen das Examen um ein ganzes Semester verschieben muss. Aber so ist es nun mal. Stellt euch darauf ein, dass manche Dinge nicht so optimal laufen, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Was meine eigene Vorbereitung angeht, würde ich Stand jetzt, also ich habe ja meine Note noch nicht bekommen, aber ich hatte ein gutes Gefühl bei der Prüfung und kann das normalerweise ganz gut einschätzen. Also ich würde von der Vorbereitung her eigentlich nichts anders machen. Ich hatte auch ehrlich gesagt nicht das Gefühl, zu viel gelernt zu haben, weil neben den beiden Hauptthemen, um die es eben in den 2 Aufgaben ging, wirklich auch immer wieder Querbezüge zu 3 bis 4 anderen Themen, die zum Glück
Deutschstudium auch vorbereitet hatte, gefordert waren. Insofern war ich froh, dass ich mich da in meiner Vorbereitung nicht auf einzelne Dauerbrenner, sage ich jetzt mal, beschränkt habe, sondern wirklich umfassend mich mit Themen beschäftigt habe. Dann noch ein abschließender Tipp zur Semesterplanung. Wenn ihr nicht wegen BAföG oder irgend sowas zu einer bestimmten ECTS-Zahl pro Semester gezwungen seid, dann halst euch einfach in diesem Semester nicht zu viel auf. Also man kann auch 30 ECTS nebenbei schaffen und 6 Klausuren, aber die Frage ist halt, ob man sich das antun will und ob die Regelstudienzeit eben so wichtig ist für einen persönlich, dass man sich eben so einem Stress aussetzen will. Bei mir war es so, dass ich nebenher nur wenige Veranstaltungen hatte und das studienbegleitende Praktikum, also dieses einmal in der Woche, was allerdings ungefähr bei der Hälfte der Zeit dann Corona-bedingt abgebrochen wurde, weil die Schulen geschlossen haben. Und im Endeffekt war ich da auch fast froh drüber, weil ich einfach die Zeit wirklich für die Vorbereitung gebraucht habe. Und das ist vielleicht das Einzige, was ich im Nachhinein anders machen würde, dass ich dieses Praktikum nicht in demselben Semester absolviere. Aber da es eben mit Corona so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, hat sich das dann zum Glück von selber gelöst. Dazu kommt halt dann auch noch der psychische Stress, den man einfach doch in den Wochen vor dem Examen hat, wenn man auch noch so gut vorbereitet ist, dass man irgendwie nicht mehr klarkommt mit der Zeit oder sonst was. Man steigert sich dann doch ein bisschen rein. Und wenn man dann in der Woche vor dem Examen irgendwie noch für 4 andere Klausuren lernen muss, ist einfach nicht ganz so optimal. Also versucht einfach, wenn ihr dann überlegt, welche Veranstaltungen ihr in dem Semester belegen sollt, Veranstaltungen zu nehmen, in denen ihr vielleicht eine Hausarbeit schreiben könnt, die ihr dann erst ein paar Wochen nach dem Examen abgeben müsst oder wo ihr eine Verlängerung beantragen könnt, beziehungsweise einfach Veranstaltungen, die unter dem Semester auch nicht so extrem zeitraubend sind, also vielleicht nicht unbedingt ein Hauptseminar belegen. Ja, alles in allem bleibt aber doch zu sagen, dass das Ganze mit vorausschauender Planung und ein bisschen Glück ganz gut zu schaffen ist. Also es ist kein Hexenwerk und man sollte auch immer im Hinterkopf behalten, dass die Note von dieser Examensprüfung am Ende ja wirklich nur ziemlich wenig zählt, wenn man das im Gesamtgefüge dann berechnet und dass man ja im Falle des Falles doch noch einen zweiten Versuch hat. Wir hätten jetzt sogar einen dritten Versuch wegen Corona, der wird hoffentlich auch noch im nächsten Semester bestehen bleiben. Und ich hoffe natürlich, dass euch jetzt meine Tipps helfen, wenn ihr eben selber bald das Examen schreibt. Wie gesagt, nochmal, das gilt nur für Bayern, sind meine persönlichen Erfahrungen. Es kann bei euch völlig anders ablaufen und an eurer Uni können einfach manche Regeln anders sein. Also informiert euch da auf jeden Fall bei den zuständigen Stellen. Das ist wahrscheinlich das Prüfungssekretariat und eben die Seiten des Kultusministeriums. Aber ansonsten fand ich auch persönlich Erfahrungen von älteren Studierenden einfach sehr hilfreich, weil man dann doch ein bisschen besser einschätzen kann, was auf einen zukommt. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare oder meldet euch irgendwie anderweitig bei mir. Über ein Like auf dieses Video und ein Abonnement würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und ansonsten sehe ich euch dann im nächsten Video, das dann wahrscheinlich wieder auf Englisch sein wird. Bis dahin, macht's gut!